Genau. Ja, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle hergekommen sind, um mit Trude heute zu feiern. Es gibt hier so viel Prominenz, dass wenn ich anfange, Leute beim Namen zu nennen, sind wir für die nächste Stunde beschäftigt. Von daher begrüße ich Sie alle ganz, ganz herzlich, fühlen sich auch namentlich erwähnt. Und der Einzige, das ich heute namentlich wirklich erwähnen möchte, das ist dich, Trude. Das ist große Freude, jetzt zum dritten Mal hier in der Bildungsstätte deinen Geburtstag zu feiern. Du bist hier sozusagen Mitte von deinen Freunden und ein Satz, der du immer sagst, es gibt Leute, die sammeln Briefmarken, ich sammle Freunde. Und das ist ein kleiner Beweis dafür. Und wie du mit den Leuten umgehst, wie du immer offen bist. Und wir hatten wirklich ein Problem. Wir hatten eigentlich die Überlegung mit Beate, einen kleinen Rahmen, den Geburtstag zu feiern. Und das ist wirklich der kleinste Rahmen, das man sich vorstellen kann, weil hier wirklich nur die ganz engen Freunde sind, die mit dir sind. Wir heißt in allererster Stelle Beate, David und Michael für die Familie, die jüdische Gemeinde und die Bildungsstätte Anna Frank. Ja, und Trude, wenn man mit dir ist, dann weiß, dass für dich ganz besonders wichtig ist, ist dein besonderer Humor, dein jüdischer Humor. Ich kann noch erinnern, wie du mit Budi Elias, wir zusammen saßen bis ganz spät Abend und ihr habt euch gegenseitig überboten mit jüdischen Witzen. Und es fängt immer das Gleiche an, oder fast immer, ein Pfarrer, ein Rabbiner und ein Priester sitzen zusammen und dann fängt es so an. Ein ganz, vielleicht nur als Beispiel, ein Pfarrer, Rabbiner und ein Priester sitzen zusammen und dann erzählt der Priester, was er macht mit der Kollekte. Also ich gehe hinter der Kirche, male mir einen Kreis, werfe die Scheine in die Luft. Was in den Kreis kommt, geht in die Gemeinde. Was draußen, das ist zu mir. Ja, dann sagt der Pfarrer, ja, ich mache ähnlich, auch hinter der Kirche, aber ich mache ein Quadrat, werfe die Geldscheine in die Luft, was in dem Quadrat, das geht in die Gemeinde, was ist draußen, zu mir. Naja, überlegt sich der Rabbiner und sagt, ja, ich male mir gar keinen Kreis, geschweige von irgendwelchen Quadrat, ich werfe einfach die Geldscheine in die Luft. Was Gott will, nimmt er für sich, was nach unten kommt, das geht zu mir. Ja, so ging die Witze von Budi Elias, der Cousin von Anna Frank und von dir, und das ist ein unvergesslicher Abend. Aber du sammelst Freunde nicht nur mit Humor, du schaffst auch Brücken zwischen Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Herkünften, wenn es ist jüdisch, muslimisch, christlich, alte Leute, junge Leute. Wie so schon gesagt, bildungsnah und bildungsferne, ganz unterschiedlich. Du bist diejenige tagtäglich, wenn du hier bist und ich sprich mit den Jugendlichen, du schaffst diese Brücken. Und deswegen haben wir gedacht, dass vielleicht die passende musikalische Begleitung für diese Begegnung ist eine Duo aus der Gruppe Bridges. Bridges ist eine musikalische Gruppe, die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Fluchterfahrung zusammenbringt. Und was sie machen Musik zusammen. Und ich stelle schon gleich vor, unsere musikalische Duo, der nach mir spielt. Wir haben auf der Cello die Liane Alkema und der Amir Zubati, der hier Tar spielt und auch singt. Ja. Aber und wenn du, genau, kannst du noch Platz nehmen.
Und wenn du mit, wir machen das Gleiche. Und wenn du mit Menschen oder mit Jugendlichen triffst, dann ist es immer spannend. Da hören sie immer ganz, ganz fasziniert zu deinen Geschichten. Und da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, wenn du mit denen sprichst. Du sagst, ihr seid nicht schuldig. Ihr seid in der Verantwortung, aber ihr trägt keine Schuld. Und wenn du das sagst jedes Mal, dann denke ich an meinen Opa, der auch ähnliche Geschichte hatte. Und ich kann noch als Kleinkind erinnern, er hat mir immer gesagt, Meron, du darfst keine hassen, außer die Deutschen. Und ich kann sozusagen auch rückblicken, ich kann es verstehen, wenn er das gesagt hat. Ich kann es verstehen, woher das kommt. Er kam auch nie nach Deutschland. Aber bei dir bewundere ich das, dass es bei dir keine Ausnahme gibt. Du sagst immer, du sollst alle Menschen lieben. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich auch die Ähnlichkeiten zu dem Tagebuch von Anna Frank sehe. Wenn die Anna schreibt, ich glaube an das Gute der Menschen. Und das bleibt bei dir nicht in der Geschichte. Was du in diese Gespräche mit Jugendlichen machst, das immer auch nochmal eine Brücke zu schaffen, eine Brücke in die Gegenwart. Und es gibt sehr viele Zeitzeugen, aber bei dir ist es ganz besonders, dass es wird immer politisch, es wird immer aktuell. Es gibt immer noch der Zusatz, was heißt das für heute? Und du sagst dieser unvergessliche Satz, wenn du Unrecht begegnet, sag sofort nein. Diese Aufforderung, und ich habe es so oft erlebt, das geht den Jugendlichen sowas unter die Haut. Wenn es von dir kommt, das hat eine ganz andere Qualität. Da können wir als Pädagogen das 100-mal sagen, das hat nicht beinahe diesen Effekt, wenn es von dir kommt. Dann verstehen sie das sofort und das wirkt. Und wenn es wenn es dann in die Gegenwart geht, heißt das auch in die tagesaktuellen Themen zu kommen. Und da bist du sehr scharfsinnig und ganz klar, wenn es geht um diese sogenannte Rechtsruck, wenn die AfD immer stärker wird, dann findest du immer die Worte, das zu kritisieren, das den Jugendlichen zu erklären, warum das so schlimm ist. Aber auch wenn es um Israel geht und du hast eine sehr tiefe verwurzelte Liebe zu Israel, der sehr authentisch ist, aber zugleich auch ein kritischer Blick. Und du wagst es immer auch aus dieser Liebe und aus dieser Verbundenheit zu Israel auch die Worte zu finden, wenn es was zu kritisieren ist, dann bist du die Erste, die das kritisiert. Ja, und Tode, was kann man dir noch wünschen? Vor 3 Jahren waren wir hier in ein bisschen anderes Setting, es war viel schwarzer. Und ich habe die Idee von Helga Dierich damals aufgegriffen und dir gewünscht, beziehungsweise unserer Stadt gewünscht, dass du zur Ehrenbürgerin wirst. Das ist vor 2 Jahren passierte. Damals war auch der ÖOB hier und hat das sofort aufgegriffen. Was kann man zu 98. Geburtstag noch wünschen? Du hast alles. Du bist umarmt von Freunden, von Menschen, die dich lieben. Also ich denke, was wir uns alle dir wünschen, ist viel Gesundheit. Bis 120. Ad Mervestrim, liebe Trude. Jetzt, wie schon versprochen, haben wir ein Musikstück von Bridges. Und danach wird Professor Dr. Salomon Korch sprechen. Thank you.
ich durch Todesschatten, so fürchte ich kein Glück, denn du bist bei mir. Mein Stecken und mein Trude, verehrter Herr Dr. Mendel, liebe Vorstandskollegen, liebe Jenny Marsteller, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich war ein glückliches Kind. So beginnt Trude Simonson ihre mit Elisabeth Abendroth aufgezeichneten Erinnerungen. Und diese Feststellung ist, wie keine andere, Zugang und Schlüssel zu ihrem bewegten Leben, vor allem aber zu ihrem einem Wunder gleichenden Überleben während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Wenn ich an Trude denke, wenn ich mich zurückerinnere an die gemeinsame Zeit im Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt oder im Gemeinderat Frankfurt, an die zahlreichen gemeinsam besuchten Veranstaltungen in der jüdischen Gemeinde und auch außerhalb, dann sehe ich stets ihr fröhliches, von einem Lächeln erhelltes Gesicht vor mir. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie es nach allem, was sie erlebt und durchlitten hat, möglich ist, sich diese leuchtende, dem Leben zugewandte Ausstrahlung zu bewahren. Und wenn ich Trude treffe und sie anschaue, dann schwindet bei mir jede Angst vor einem hohen Alter. Trude besitzt eine Vitalität, wie man sie nur selten bei jüngeren Menschen antrifft, geschweige denn bei Gleichaltrigen. Ich war ein glückliches Kind. Die aus dieser Aussage sprechende Haltung deutet auf eine glückliche Kindheit und Jugend hin, die alles andere als unter einem glücklichen politischen Stern standen und dennoch ausschlaggebend dafür waren, dass unter den traumatisierenden Verbrechen des nationalsozialistischen Terrors und deren Langzeitfolgen ihre Seelen nicht dauerhaft Schaden genommen hat. Dafür ist sie bis heute ihrer Großmutter und ihrer Mutter dankbar. Meine Großmutter, so Trude Simonson in ihren Erinnerungen, war eine emanzipierte Frau und ihrer Zeit weit voraus. Ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein, so Trude weiter, hat sie an meine Mutter weitergegeben. Und diese mütterlichen Persönlichkeitsmerkmale waren entscheidend für Trudes Erziehung zu einer selbstbewussten und emanzipierten Frau.
Kinder, so die von Trudes Mutter an den Lehren des Psychoanalytikers Theodor Reich angelehnte Überzeugung, Kinder seien kleine Persönlichkeiten, die man vollkommen ernst nehmen muss und nie herumkommandieren darf. Trude Simonson ist überzeugt, dass sie ihre glückliche Kindheit nicht zuletzt diesem Bekannten ihrer Mutter verdankt, für den Sigmund Freud seine Abhandlung Die Frage der Laienanalyse geschrieben hat. Ihren Vater, Maximilian Gutmann, ein begeisterter Tänzer und Reiter, schildert Trude als angesehenen Geschäftsmann, charmanten Gesellschafter und selbstbewussten Juden, in den eine junge Frau sich schnell verlieben konnte. Trude, die am 25. März 1921 das Licht der Welt erblickte, war nach eigenen Aussagen ein Wunschkind, geliebt und behütet von ihren Eltern, ihrer Großmutter, ihrem Kindermädchen, von Tanten und Onkeln, von Cousins und Cousinen. In ihren Erinnerungen schreibt sie, es sei zur Zeit ihrer Kindheit nicht üblich gewesen, dass Kinder ihre Meinung äußerten und auch mal den Eltern widersprachen. Sie durfte es und verdankt vor allem ihrer Mutter frei, weltoffen und demokratisch erzogen worden zu sein und ihrem Vater das offene und aufgeschlossene Verhältnis zur jüdischen Identität. In ihrer Jugend spielte sie im Sommer Tennis, fuhr im Winter Ski, war eine ausgezeichnete Turnerin und Schwimmerin und gab zudem Nachhilfestunden für tschechische Kinder Deutschstunden und für deutsche Kinder Tschechischstunden. Als junges Mädchen las sie besonders gerne Heinrich und Thomas Mann, Leon Feuchtwanger, Jakob Wassermann, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch sowie Dostojewski und hatte daneben Klavierunterricht. Zu ihren Interessensgebieten zählte auch die Medizin. Und sie wäre, wenn ihr Leben einen anderen Verlauf genommen hätte, sicherlich eine ausgezeichnete Ärztin geworden. Im Herbst 1938 endete ihre unbeschwerte Jugend. Sie fing an, sich in der Schule fremd zu fühlen und verließ kurz vor ihrem 18. Geburtstag das Gymnasium. Von ihrem Traum, Abitur zu machen und zu studieren, um Ärztin oder Sportlehrerin zu werden, verabschiedete sich schweren Herzens noch bevor im Sommer 1939 allen jüdischen Schülern der Besuch des deutschen Gymnasiums untersagt wurde. Trost, Halt und Hoffnung fand Trude bei ihren Freunden aus der zionistischen Jugendbewegung. Für sie begann, trotz zunehmender bedrohlicher politischer Verhältnisse, ihren eigenen Aussage zufolge, ein wunderbares Leben mit gemeinsamen Wandern, Skilaufen, Diskussionen über die Geschichte der Juden, den Zionismus, über Liebe und Lebensziele. Sie und ihre Freunde begeisterten sich für die Schriften Theodor Herzls und Sigmund Freuds psychoanalytische Theorie. Trude Gutmann, das Einzelkind, hatte auf einmal viele Schwestern und Brüder. 1939 bereiteten sie sich auf die Aliyah, auf die Einwanderung ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina vor, denn es wurde immer offensichtlicher, dass es für Juden unter deutscher Besatzung keine Zukunft gab. Nach Kriegsausbruch und Deportation ihres Vaters ins KZ Buchenwald, später nach Dachau verlegt, mussten sie und ihre Mutter Ende 1939 die Wohnung räumen und in ein sogenanntes Judenhaus umziehen, wo sie sich bis zum Sommer 1939 ein Zimmer teilten. Dann wurde ihre Mutter nach Theresienstadt deportiert, wohin Trude ihr im November 1942 folgte. Ihr Wiedersehen war von Trauer überschattet, da Trude ihrer Mutter die Nachricht vom Tode ihres Vaters in Dachau überbringen musste.
In Theresienstadt kümmerte sich Trude vor allem um dort internierte Kinder, organisierte deren Unterricht und gab so viel Wissen wie möglich an die Kinder weiter. Die wenigsten von ihnen haben das nationalsozialistische Menschheitsverbrechen überlebt. In Theresienstadt lernte Trude Anfang 1943 Bertel Simonson, die Liebe ihres Lebens, kennen, den sie im Oktober 1944, kurz vor deren Deportation nach Auschwitz, heiratete. Auschwitz war die Hölle. Kahl geschoren, zeitweise nackt, stundenlanges Appellstehen in bitterer Kälte und dröhnende laute Musik, das sind ihre Erinnerungen an Auschwitz, mehr nicht. Amnesie als Schutzfunktion, Vergessen als Überlebensnotwendigkeit oder Ohnmacht der Seele, wie Trude ihr Dasein in der Hölle von Auschwitz bezeichnet hat und damit eine Ahnung von jener unvorstellbaren Willkür vermittelt, der vor allem Frauen in den von Männern dominierten Konzentrations- und Vernichtungslagern ausgesetzt waren. Wer von uns Lebenden darüber sprechen kann, so Trude Simonson, über die jenseits unserer Vorstellungskraft liegenden Verbrechen der Nationalsozialisten, der sollte darüber sprechen. Das sind wir den Ermordeten schuldig. Doch es gibt, wie die blockierten Erinnerungen von Trude Simonson und anderen KZ-Überlebenden belegen, Grenzen des Mitteilbaren, die durch tief verdrängte, traumatisierende Erinnerungen unüberschreitbar bleiben. Die Erfahrung lehrt, es gibt Überlebende des nationalsozialistischen Menschheitsverbrechens, die an ihren unaussprechlichen Erlebnissen zerbrochen sind. Der Hölle entronnen, konnten sie in dieser Welt nie wieder ganz heimisch werden. Warum ein Teil der Überlebenden unter der Last der Vergangenheit seelisch gelähmt durchs Leben geht, ein anderer Teil, nicht minder gezeichnet, dennoch eine davon gänzlich abweichende Einstellung zeigt, wird wohl nie abschließend zu beantworten sein. Was immer auch die Gründe sein mögen, Trude Simonson zählt zu jenen, deren Lebenswille nach dem Inferno ungebrochen war. Neuanfang und Wiederaufbau nach jeder Zerstörung als Vermächtnis der Geschichte des eigenen Volkes bestimmten ihr Leben, und darin bezog sie stets die Gemeinschaft, der sie zugehörte und heute zugehört, in Solidarität mit allen. Trude Simonsons Lebenswille war auch nach dem Inferno des nationalsozialistischen Menschheitsverbrechens ungebrochen. Ich war ein glückliches Kind. In dieser Aussage liegt der Schlüssel zu ihrem ungebrochenen Lebenswillen, zu ihrer stets positiven Sicht der Dinge und zu ihrem grenzenlosen Optimismus. Von 1986 bis 1998 war Trude Simonson Mitglied des Gemeinderates der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, von 1986 bis 1989 Mitglied des Vorstandes und anschließend über drei Wahlperioden hinweg bis 1998 Vorsitzende des Gemeinderates der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main. Am 16. Oktober 2016 verlieh ihr die Stadt Frankfurt in der Paulskirche die Ehrenbürgerwürde als erster Frau überhaupt. Als Zeitzeugin und einzige Überlebende ihrer Familie gibt sie seit vielen Jahren ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen, soweit sie sich in Worte fassen lassen, unermüdlich an die ihr nachfolgenden Generationen weiter. Immer wieder erstaunt sie ihre Zuhörer durch ihr einnehmendes Wesen, ihre Jugendlichkeit, ihre starke Persönlichkeit sowie ihren feinsinnigen Humor. Und Trude besitzt zudem eine Gabe, wir haben es gerade eben gehört, die man eher bei Männern als bei Frauen erwartet. Sie ist eine hervorragende Witzeerzählerin. Eine ihrem ungewöhnlichen Lebensweg abgetrotzte reaktive Eigenschaft. Mit Vorliebe
erzählt sie antimilitaristische Witze und solche, die Autoritäten in Frage stellen, wie zum Beispiel den folgenden. Zwei junge Israelis werden zur Marine eingezogen. Fragt der Ausbilder, können sie schwimmen? Sagt der eine Rekrut zum anderen, siehste, Schiffe haben sie auch keine. Den habe ich mir gemerkt, Trude. Liebe Trude, wie bereits zu deinem 95. Geburtstag wünsche ich dir und uns, dass du so bleibst, wie du bist, in deinem nicht nachlassenden Bewusstsein des dir nach Auschwitz geschenkten Lebens und uns allen noch viele Jahre weiterhin so große Freude bereitest wie bisher und das mindestens bis 120. Nur ganz kurz, wir sehen jetzt einen ganz kurzen Film. Die Bildungsstätte Anne Frank hat mich gefragt, ob ich für dich, Trude, einen kleinen Film machen kann anlässlich deines 98. Geburtstages auf Grundlage von Fotos aus deinem Leben und auf Grundlage von Fotos von deinen Freundinnen und Freunden. Es wurde jetzt schon öfter gesagt, du hast sehr viele Freundinnen und Freunde. Es sind nicht alle im Film, sonst würde der Film wahrscheinlich bis morgen früh oder so gehen. Aber dank Elisabeth Abendroth haben mir viele Leute Fotos zugeschickt. Dank Beate habe ich auch viele schöne Fotos bekommen. Und auch dank Raphael Herrlich. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Vergnügen mit dem Film und vor allem dir, Trude. Und ganz kurz noch zu mir. Ich bin einer der vielen Schülerinnen und Schüler, die von Trude Simonsson geprägt wurden. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 2006. Ich bin jetzt 31, das heißt, ich kenne dich schon ungefähr die Hälfte meines Lebens. Bei dir ist das Verhältnis ein bisschen anders, aber wir kennen uns auf jeden Fall schon eine lange Zeit. Ja, und jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Film. Thank you.
schon. Manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen mehr, oder?